Die Pfählung war eine beliebte Hinrichtungsmethode, sogar in Europa. Und wurde vom Volk auch das Reiten auf dem einbeinigen Ross genannt. Der Ablauf der Hinrichtung geschah bei vollem Bewusstsein und das Opfer starb einen langsamen und qualvollen Tod. Vorher hatte man das Opfer natürlich noch richtig gequält. Das Opfer wurde auf dem Pfahl so platziert, dass es durch sein eigenes Körpergewicht quälend langsam aufgespießt wurde, bis zum Eintritt des Todes. Hatte das Opfer unvorherstellbare Schmerzen und es dauerte nicht selten bis zu 10 Minuten, bis der erlöste Tod endlich eintrat. Bei besonders schweren Verbrechen wurde der Pfahl durch den kompletten Körper getrieben, sodass die Spitze oben im Schulterbereich wieder austrat oder manchmal sogar aus dem Mund. War die Hinrichtung vollendet, wurde die Leiche waagerecht, meist über 2 Astgabeln, über ein Feuer gehangen und dabei verbrannt. Grausam.